Also es ist eine Variante des ich bin sehr kurzfristig jetzt eingesprungen, weil der Vortragslot frei geworden ist. Ich hatte einen ähnlichen Vortrag auf dem Linux-Tag 2014 gehalten. Und das ist aber jetzt eine neue Variante, wo also die neuesten Entwicklungen mit drin sind. Ich möchte, eigentlich ist der Vortrag nur auf 20 Minuten dimensioniert gewesen ursprünglich. Das heißt, wir haben viel Zeit für Diskussionen und auch für Fragen. Zumindest möchte ich das gern machen. Und ich freue mich also sehr, wenn auch Zwischenfragen kommen und mal zu Verständnis ein bisschen was nachgefragt wird. Also vorbereitet habe ich hier die Hauptfolien oder die Hauptthemen in der Agenda. Ich habe aber viele Dinge wie zum Beispiel Performance-Resultate dann im Appendix, den man bei Bedarf aufrufen kann, je nach Fragen, die kommen. So, also die Grundidee war, dass ich erstmal erkläre, warum machen wir Replikation auf Block-Level und warum sollte man bei Langstrecken, wenn es um mehr als 50 Kilometer geht, das unbedingt dort machen und nicht auf File-System-Level oder noch höherem Level, also je nachdem, um was es geht. Diese Frage ein bisschen beleuchten, dann die Unterschiede zu DRBD. Was stört? Das hier geht zu, das, Entschuldigung. Ja. Jetzt besser so. Ach, für die Videoaufzeichnung. Jetzt, also, ach so, die Zuhörerschaft kann das gar nicht beurteilen. Okay, also haben wir das Problem jetzt hoffentlich gelöst. Gut, also dann wollte ich die Unterschiede zu DRBD, das wird wahrscheinlich jeden hier interessieren. Was ist der Unterschied? Beides ist Block-Level-Replikation. Wo sind die Use Cases jeweils? Ich kann vorab schon mal gleich sagen, es gibt zwar vielleicht eine Überschneidung, aber im Prinzip sind sie disjunkt zueinander, unterschiedliche Anwendungsbereiche und die möchte ich klarstellen. So, dann möchte ich natürlich kurz das Arbeitsprinzip erklären. Wie funktioniert Mars und was ist der Unterschied zu DRBD? Und dann kommen wir auf ein paar Fälle, wo sich eben im Verhalten unterscheidet, nämlich im Falle von Netzwerkflaschenhälsen, also Packet Loss und ähnliches, vor allem wenn man größere ganze Rechenzentren koppelt und hat dazwischen unzuverlässige Komponenten, die zum Beispiel größere Netzwerkwackler verursachen können, ähnliches. Und dann erkläre ich noch ein bisschen, aber das kann ich kürzen, wenn es niemand interessiert, wie es intern funktioniert, also wie das asynchrone Kommunikationsprotokoll konzeptuell auf Konzeptebene funktioniert. Ich kann noch kurz ein Beispielszenario, wo wir Vierfachreplikation im Einsatz haben, bei uns bei der 1 und 1 zeigen, also schon über ein Jahr im Einsatz. Aber wir haben inzwischen sehr viel weitere Szenarien, meistens nur mit zwei, K gleich zwei Knoten. Und dann natürlich, was vielleicht viele interessiert, ist, wo sind wir gerade und wo wollen wir hin mit Mars in die nächste Zukunft, ist ja klar. Okay, dann würde ich mit dem ersten Thema starten. Und zwar dieses Bild zeigt, ein bisschen stark vereinfacht, in der mittleren Spalte ungefähr die Original-Unix-Architektur, so wie sie bei den 70er, ja, seit den 70er Jahren ungefähr etabliert ist, die verschiedenen Schichten des Betriebssystems. Also ganz oben haben wir User Space, dann haben wir diese gestrichelte Linie, drunter ist Kernel Space. Das war schon im Unix so. Und jetzt ist die Frage, wenn wir unsere Daten, die wir speichern wollen, replizieren wollen, wo fangen wir an, dieses alte lokale System, das also nur auf dem lokalen Rechner arbeitet, zu verteilen, also ein verteiltes System zu bauen. Und deswegen, da habe ich jetzt drei verschiedene solche Scheren an drei verschiedenen Stellen eingezeichnet. Die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich wissen, was die verschiedenen Layers bedeuten. Ich kann es auch gerne erklären. Ist allen da. Also oben Application Layer. Bei Apache und bei PHP, in die PHP, jedes PHP-Programm dieser Welt, der Replikation einzubauen, das ist praktisch unhandelbar. Keine Chance. Weil die PHP-Programme dieser Welt sind alle so geschrieben, dass sie einfach davon ausgehen, dass Storage drunter ist, ist okay. Und wenn was passiert, dann muss man eben den Storage als Ganzen umschalten. Aber zum Beispiel Mail-Queues ist zum Beispiel eine typische Anwendung, die bei uns bei der 1 und 1 auf Anwendungsebene repliziert wird. Und zwar aus guten Gründen, weil es Send-Mail schon seit Jahrzehnten mit Warteschlangen arbeitet auf Anwendungsebene, also in dem Fall auf der höheren Protokollschichten. Also das ist zum Beispiel jetzt ein Use Case, wo ich Mars nicht empfehlen würde, wenn es schon auf Anwendungsebene eine sehr gute Replikation gibt, die etabliert ist und seit Jahrzehnten im Einsatz ist. Also der Fall kommt auch vor, aber normalerweise für die meisten gängigen Anwendungen, wenn es keine Spezialanwendungen sind, möchte man generisch replizieren, nämlich im Kernel-Level oder zumindest auf der Kernel-beheimateten Level, weil die User Space
Replikation immer nur für ganz spezielle Anwendungen funktioniert. Die muss ein Programmierer mit viel Mühe und Schweiß programmieren. Die generische Replikation funktioniert für alles. Ja. Und da gibt es jetzt eben die beiden Hauptvarianten, File-System-Replikation, wie zum Beispiel verteilte Dateisysteme, sei es NFS in einer relativ alten und simplen Variante, oder machen wir einen Zeitsprung zu CEF oder was auch immer. Also es gibt jede Menge Andrew-File-Systeme und was es noch alles gab in der Historie der verteilten Dateisysteme. Also allein Forschungsdateisysteme, mindestens 30 verschiedene, die heute kaum noch jemand kennt. Also es gibt hier jede Menge auf diesem Level. Unten auf dem Block-Layer sieht es schon dünner aus, so ungefähr meiner Einschätzung nach. Also das bekannteste ist DRBD und Maus ist jetzt neu. Und was Sie wahrscheinlich interessieren wird, was sind die Unterschiede? So, in dem Bild erkläre ich jetzt, warum man Langstrecken, wenn es schwierige Netzwerkverbindungen gibt, besser hier unten machen sollte. Und zwar die entscheidende Komponente hierfür ist der Caching-Layer. Die Filesysteme haben schon seit den 1970er, Anfang 80er Jahre basieren darauf, dass wir schnellen RAM-Zugriff haben und dass die eigentlichen Block-IO-Operationen gepuffert werden in Caches. Also die bekanntesten Caches im Kernel sind der Buffer oder Page-Cache, die sind zumindest der Buffer-Cache ist sehr alt und der puffert also die eigentlichen Dateninhalte und der De-Entry-Cache im Kernel, der puffert die Metadaten, also die häufig zugegriffen werden. Der De-Entry-Cache ist von mir in den Kernel reingebracht worden vor ungefähr fast 20 Jahren. Ich habe dann allerdings im Kernel nicht mehr viel weitergearbeitet. Also ich habe dann andere Dinge gemacht, deswegen kennen wahrscheinlich nur wenige meinen Namen im Zusammenhang mit Kernel. Aber ich bin eigentlich ein sehr alter Kernel, gar nicht noch an der Stelle. So, und was bewirken die Caches? Die bewirken, dass die Last, die oben einströmt, ich habe hier mal ein paar typische Zahlen genannt von typischen guten Servern heutzutage, man kann sie durchaus bei dicken, fetten Numa-Server noch größere Zahlen bekommen. Also typischerweise haben wir 100.000 System-Calls pro Sekunde. Und wenn wir zum Beispiel bei der 1&1 Server haben, wo dann mehr als 10.000 Kunden, also es gibt nur wenige davon, aber es gibt welche, die haben deutlich mehr als 10.000 Kunden auf einem Server. Und insgesamt haben wir 10 Milliarden iNodes alles zusammen, nur allein im Shared Hosting. Wenn man sich vorstellt, was da an Last reinprasselt, das muss irgendjemand verarbeiten. Und wer macht das? Die Hauptlast wird tatsächlich vom Cache abgefangen. Denn ein gut getunter Cache, ein gut getunter Server, reduziert durch diesen Cache oder durch diese Caches insgesamt die Last ungefähr um den Faktor 100 und bei gut getunten Maschinen sogar bis 1 zu 1000 und noch besser. Also wenn die gesamte Workload in den Hauptspeicher passt, dann habe ich zum Schluss sogar nur noch Write-Operationen, weil nur noch, also alles einfach nach dem Reboot dauert es natürlich eine Weile, bis der Cache heiß gelaufen ist. Und wenn sich alles an Daten, was benötigt wird, im Cache befindet, gibt es nur noch Write-Operationen, keine Reads mehr. Das ist der Extremfall eines gut getunten Servers. So, und das bedeutet, dass wenn ich an der Stelle hier oder kurz drunter anfange, das System aufzuschneiden, dann habe ich deutlich bessere Chancen, wenn ich zum Beispiel relativ schlechte Netzwerkverbindungen habe, relativ im Vergleich zur Last, die einströmt. Gut, noch Fragen dazu? Okay. So, jetzt die Unterschiede zu DRBD, also praktisch eine Art Steckbrief. Bei DRBD ist von vornherein dazu konstruiert, das ist also Stichwort, was Linbit selbst sagt, ist RAID 1 über Netzwerk. Das bedeutet, dass man am besten ein Crossover-Kabel nimmt, also einfach zwei Rechner miteinander direkt ohne zwischengeschaltete Switches verkoppelt und dann hat man genau das bestmögliche Szenario, für das DRBD konstruiert ist. Also man hat keine Netzwerkflaschenhalse, man hat auch keinen Packet-Loss zwischen den beiden Rechnern. Und ich kann bestätigen aus 1&1-Erfahrung, wir haben viele DRBD-Instanzen in Betrieb gehabt und auch teilweise noch in Betrieb, dass es tatsächlich gut funktioniert. Also da gibt es nichts dran zu meckern. Probleme gibt es aber dann, wenn wir Netzwerkflaschenhälse dazwischen haben. Das werde ich auf den nächsten Folien erklären. Und vor allem, wenn man Massen, wirklich große Massen von Hunderten oder Tausenden von Rechnern koppelt, die dann alle durch einen gemeinsamen Flaschenhals gehen. Zwar sind unsere Gigabit-Leitungen, mehrere 10-Gigabit-Leitungen parallel zwischen den Rechenzentren, sogar selbst nach USA, zwischen Europa und USA haben wir mehrere Gigabit, mehrere zehnfach Gigabit-Leitungen. Aber auch das nützt nichts. Es muss bloß genügend Traffic drüber kommen, dann fängt es an, schwierig zu werden auf den Leitungen. So, das heißt, DRBD hat eigentlich als Grundmodell, das Netzwerk muss zuverlässig sein. Es schreibt synchron durch. Und diese synchronen Durchschreiboperationen auf die Secondary-Seite
die wird gebremst, oder da gibt es eben I.O.-Hänger, und ich kann die zeigen, auch im Laborversuch, reproduzierbar zeigen. Die finden eben dann statt, wenn wir Netzwerkprobleme haben. Das heißt, die Netzwerkprobleme schlagen durch beim synchronen System. Und deswegen war aufgrund dieser Erfahrung gefragt, wie bauen wir ein System, das asynchron arbeitet und das unter GPL steht. Also beide Systeme stehen unter GPL. Und zwar also von vornherein konstruiert für große Entfernungen. Und ganz wichtige Eigenschaft, es muss Unzuverlässigkeiten im Netzwerk tolerieren. Und dazu gibt es ein Grundprinzip, das Mars einsetzt, nämlich es gibt Transaktions-Log-Files, in denen alle Änderungen, die an dem Block-Device gemacht werden, sequenziell aufgezeichnet werden. Also jede Änderung, jede Schreiboperation wird in diese Transaktions-Log-Files abgespeichert, vollinhaltlich. Und dadurch sind alle Informationen, die notwendig sind, um einen bestimmten Zustand, einen bestimmten Snapshot in der Zeit oder einen bestimmten Zeitpunkt in der Zeitablauf herzustellen, immer in diesem Transaktions-Log-File enthalten. Das ist die Grundidee, die dahinter steckt, kommt auf den nächsten Folien ausführlicher. Und dadurch haben wir eine Eigenschaft, die DRBD nicht hat. DRBD merkt sich die Tat, also bei DRBD gibt es Mechanismen, die gegen Netzwerkausfälle schützen sollen. Wenn ich also ein Disconnect bekomme, dann gibt es eine Bitmap, die merkt sich, welche Blöcke wurden in der Zwischenzeit verändert. So, wenn ich jetzt das Netzwerk wieder einschalte, das Netzwerk geht wieder, was passiert dann? Es gibt einen Resync. Das heißt, er guckt in der Bitmap nach, welche Blöcke sind in der Zwischenzeit verändert worden, und die fängt er jetzt an, wieder übers Netzwerk zu transferieren. Aber der Knackpunkt ist der, die Reihenfolge dieser Schreiboperation ist anders als die Originalreihenfolge. Die Bitmap kann sich nicht merken, in welcher Reihenfolge sind die Blöcke geschrieben worden, sondern nur, welche Blöcke sind angefasst worden. Und das bedeutet, das muss man sich klar machen, während dieser Resync-Zeit ist der Spiegel inkonsistent. Ja, das heißt, wenn jetzt ein Stromausfall im falschen Moment passiert oder irgendein anderer Abbruch passiert, dann ist das Replikat defekt bei DRBD. Und das löst Mars dank dieser Transaktions-Log-Files anders. Und dieses Feature nenne ich Anytime Consistency, also so als Marketing-Schlagwort. So, das ist also so die Grundauffassung. Kennt jemand DRBD plus Proxy? Wie bitte? Die Proxy nicht. Also Proxy ist eine proprietäre Erweiterung nach meiner Kenntnis. Also das heißt, die kostet Lizenzgebühren, ist nicht unter GPL. Diese Daten, die DRBD über die Connection transferiert, im Hauptspeicher puffert. Also konzeptuell kann ich so erklären, ist es ähnlich, wie wenn man einen sehr, sehr großen TCP-Sendbuffer hat, der vielleicht Gigabyte groß werden könnte. Aber es ist ein RAM-Puffer. Es wird also nicht irgendwo persistent abgespeichert. Und damit bekomme ich auch ein asynchrones Verhalten bei DRBD hin. Das heißt, wenn also Netzwerkstörungen sind, die nicht zum kompletten Abbruch der Socket-Verbindung führen, dann wird es in diesem RAM-Puffer gepuffert und dann irgendwann kann er es nachholen. Der Knackpunkt an diesem Problem ist, wenn es nur schlimm genug Netzwerkprobleme gibt, dann wird dieser RAM-Puffer zusammen mit der Connection jedes Mal weggeworfen. Ähnlich wie im TCP, sehr großer TCP-Send-Buffer. Und das bedeutet, die Anzahl der Bits, die in dieser Bitmap in der Zwischenzeit gespeichert werden müssen, kann sehr groß werden. Das heißt, die Menge dieser Resync-Traffic wird sehr viel größer. Und dadurch werden auch die Inkonsistenzzeiten, die man braucht, um das wieder aufzuholen, deutlich länger. Das heißt, das Risiko steigt, dass man von diesen Nicht-Anytime-Consistency-Fällen getroffen wird. Und das habe ich genau im Labor bei der Evaluation gemerkt, für eine Evaluation, die wir so 2010, 2011 rum gemacht haben. Und das war der Grund dafür, warum ich mit Mars begonnen habe, um das zu entwickeln. So, und genau die letzte Zeile noch. Das DRBD hat eigentlich als Grundmodell immer Paare von Rechnern gehabt. Auch DRBD 9.0 kann jetzt zwar mehr als nur K gleich 2 Knoten, aber es ist eben sehr schwierig, dieses Konzept mit diesen Puffern dann auf mehrere Knoten zu verallgemeinern, während das beim Mars deutlich einfacher ist, weil alle Daten ja in dem Transaktions-Log-File nur einmal drinstehen. Und die muss man einfach nur auf mehrere Rechner replizieren und schon hat man mehr als 2 Knoten Replikation. Genau, steht jetzt auf der nächsten Folie. Also das ist jetzt aber nur ein Konzeptbild, das ist nicht das letzte Detail erklärt. Ich habe zum Schluss noch eine ausführlichere Folie.
Also die Grundidee ist, wir haben eine sehr lange Entfernung. Es ist ein bisschen übertrieben. Also ich weiß nicht, ob es mit dem echten Planeten Mars funktionieren würde, aber wir gehen mal an, wir haben eine sehr große Latenz, ja. Und wir wollen gucken, dass die Daten irgendwie da rüberkommen, und zwar so, dass sie konsistent rüberkommen, aber sie dürfen verspätet ankommen. Ja, irgendjemand muss nachgeben, und das ist in dem Fall die Replikationszeit. So, und dann habe ich hier ein logisches Device, DevMars Data, das ist ein virtuelles Block-Device, und unten habe ich das Backing-Device, also DevLV irgendwas, Logical Volume würde ich empfehlen einzusetzen. Die meisten hier wissen, was das ist. Und da habe ich mein Block-Device, das ich replizieren will. Und der Trick besteht jetzt darin, dass das Mars-Kernel-Modul die Daten doppelt schreibt, nämlich einmal hier in das Transaktions-Log-File und dann einmal hier rein. Also über die Performance sage ich nachher noch was, was es interessiert. Und jetzt besteht der Trick darin, dass ich diese Transaktion, also übrigens funktioniert das sehr ähnlich wie MySQL. Wer weiß, wenn eine Datenbank intern funktioniert, der wird das Prinzip schon irgendwo schon mal gesehen haben. Der Hauptunterschied besteht darin, dass es eben keine Commit-Operation gibt. Sodass jeder Schreibrequest im Prinzip ein Commit ist. Das ist der zentrale Wesensunterschied zur Datenbank. Und alles andere kann man, steht ja hier dort, ist relativ ähnlich zu einer MySQL-Replikation. Wer hier als Sys-Admin sitzt, der das schon mal in Betrieb hatte, der kann sich ganz grob vorstellen, wie es ungefähr ist. Es ist nur an vielen Stellen besser automatisiert. Also die Umschaltung ist komplett auf der Steuerungsebene automatisiert, dass es relativ simpel geht. So, und die Grundidee bei der Secondary Side ist einfach, nimm das Transaktionslogs-File, also die dortige Mars-Instanz arbeitet im Secondary-Mode, und schreibe die Daten in der richtigen Reihenfolge auf das Device. Und wenn jetzt irgendwo ein Fehler passiert, dass irgendjemand ein Rechner ausfällt, dass Netzwerkstörung ist, dass was auch immer passiert, wir haben immer Konsistenz auf allen Seiten. Zumindest solange das /Mars-Dateisystem, das wird also im echten Dateisystem gespeichert, nicht überläuft. Erst dann kommen wir eventuell in das Problem, dass wir dann die Konsistenz verlieren und dass wir dann ein Resync ähnlich wie bei DRBD machen müssen. Aber ich empfehle, wir haben bei 1 und 1 relativ große /Mars-Dateisysteme, um ungefähr ein Wochenende überbrücken zu können. Für den Fall, dass man wirklich ein echter schwerer Klopper ist, also der berühmte Bagger, der die Leitungen alle zerstört oder so, um sowas überstehen zu können. So, jetzt möchte ich, das könnte ich aber abkürzen, wenn es nicht jeden interessiert. Das ist jetzt ein Laborszenario, das die DRBD-Probleme erklärt, die wir auch bei uns in der Praxis haben. Und zwar mache ich jetzt Folgendes. Die rote Linie hier sagt, das ist ein Netzwerk-Bottleneck, der ich von unserem Laborversuch nur zum Testen mal so einrichte. Ich fange bei 100% Durchsatz an und ich drossle langsam. Ja, also so wie der Feuerwehrschlauch oder Feuerwehrhydrant, wo ich langsam zudrehe. Und immer weiter zudrehe. Also geht irgendwann bis auf Null runter. Und dieses Beispiel, das ist ein reiner Laborbeispiel, zeigt, wo das Problem sitzt. Ich nehme mal an, die Schreiblastzeit konstant. Gehört auch zu dem künstlichen Szenario. Und es ist klar, solange Netzwerkdurchsatz immer noch besser ist als die Schreiblast, gibt es keine Probleme. Spannend wird es an dieser Stelle hier. Nämlich, was passiert jetzt, wenn die Schreiblast nicht mehr durchs Netzwerk durchgeht? DRBD ist so konstruiert, dass es erstmal ein bisschen hobbelt. Und wenn die IO-Latenzen zu stark ansteigen, dann macht es einfach ein Disconnect. Und je nachdem, wie man es jetzt konfiguriert hat, intern kann man zum Beispiel sagen, mach automatisch einen Reconnect nach einer gewissen Zeit. Also es ist nicht genau der Disconnect, aber sowas ähnliches wie ein Disconnect. Versuche, das Ding wieder in Ordnung zu bekommen. Und je nach K.O.-Parametern und anderen Details hört er entweder ganz auf oder retry forever. Das kann man machen, wie man will. Spielt aber in dem Szenario keine Rolle, ob wir den automatischen Reconnect machen oder einen Hand-Reconnect oder was wir jetzt auch immer tun. Wir haben das Problem, dass per Konstruktion jetzt der Netzwerkdurchsatz zu schwach ist. Und zwar nach dem Reconnect hätte ich ja nicht nur diese Schreiblast, die entstanden ist, sondern ich habe zusätzlich weitere Daten, die auch durch den gleichen Flaschenhals, durch dieses Nadelöhr durch müssen. Nämlich die Resync-Daten, die in der Zwischenzeit in der Bitmap gespeichert wurden. Also die Bitmap meldet sich, welche Blöcke sind jetzt dirty und die müssen ja auch noch zusätzlich durch. Ja, das heißt, die Anforderungen an das, was DRBD jetzt tun muss, sind gestiegen und DRBD ist einfach chancenlos. Es ist gemein von mir, so ein Szenario zu entwickeln. Aber das Problem ist nur, es tritt auch tatsächlich in der Praxis aus. Man muss nur genügend viele Rechner betreiben, ein paar hundert oder ein paar tausend. Und das Netzwerk ist nie so, selbst wenn wir ein sehr gutes Netzwerk haben, was wir haben, es gibt immer Szenarien und Fälle, wo einfach mal irgendwelche Probleme auftreten. Und ein gewisser Prozentsatz von mehreren hundert oder tausend Rechnern ist immer bei irgendwas betroffen.
Also der Knackpunkt ist der, wenn ich Pech habe und das Ding bricht während dem Resync ab, dann ist mein Spiegel inkonsistent und er wird nie wieder konsistent werden. Ich habe keine Chance in diesem Szenario. Okay, das ist so der Punkt, den ich an der Stelle machen will. Ja? In der Inkonsistenz. Ich habe schon wirklich andere Situationen mit der RWD gefahren. Ja. Und ich hatte nie wirklich Probleme mit der Inkonsistenz. Und wir haben hauptsächlich dann gesehen, dass wir das Kontrolle wieder gehalten, die halt sehr empfindlich auf die Inkonsistenz reagieren. Ja, also das ist tatsächlich so, das hängt wirklich vom Netzwerk ab. Wenn das Netzwerk gut genug ist, zum Beispiel Crossover-Kabel, passiert das nie. Kann ich bestätigen, ist so. Es passiert nur dann, wenn man Einsatzszenarien hat, wo der Netzwerkflaschenhals relevanterweise in dieses Szenario reinläuft. Das passiert in der Praxis nicht immer, aber es gibt Fälle, wo es passiert. Und bei uns ist es blöderweise der Fall. Ja? Also es muss dauerhaft eine gewisse Mindestzeit, also die Inkonsistenz entsteht dadurch, diese Resync-Zeit, die ich jetzt hier habe, reicht nicht aus, um den Resync komplett abzuwickeln. Das heißt, bevor der Resync zu Ende ist, wird schon wieder abgebrochen. Gibt es den nächsten Abbruch, weil es nicht durchpasst. Und während des Resyncs, habe ich ja vorhin erklärt, ist der Spiegel inkonsistent, weil die Hälfte der Blöcke ist schon die neue Version und die andere Hälfte der Blöcke ist eine alte Version. Aber die sind gemischt, die sind nicht in der Originalreihenfolge. Das ist in einer anderen Reihenfolge. Das heißt, wenn ich jetzt ein FSCK mache, habe ich vielleicht Glück, dass ich irgendwas recovern kann, vielleicht aber auch nicht. Es ist klar, worin das Problem besteht. Also das ist so, wenn ich die Hälfte des Blockdevices habe ich eine Version, die 3 Tage, also ich übertreibe jetzt mal, 3 Tage alt ist und die andere Hälfte ist von heute. Wenn ich jetzt die eine Hälfte mit der anderen Hälfte zusammenpaste, also hintereinander schalte, dann bekomme ich was insgesamt inkonsistent ist. Ja? Einverstanden? Nicht einverstanden? Du gehst davon aus, dass es nach diesem Zeitpunkt keinen vollständigen Resync mehr gibt. Aber ja. Wenn ich das Netzwerk wieder stabilisieren würde, würden die ja wieder synchronisieren und dann hätte ich auch wieder... Richtig. Das ist tatsächlich der Fall. Das lässt sich zum Schluss beheben, wenn ich die Chance dazu habe. Das ist allerdings beim Incident gegen einen Dauerausfall, also Stichwort Rolling Disaster, nicht notwendigerweise der Fall. Denn bei Rolling Disasters ist ja so, bevor ich ein Datacenter komplett verliere, gibt es meistens irgendwelche Vorwehen, Vorerdbeben, vor dem Hauptbeben oder so. Wenn ich Pech habe, dann ist mir sogar mein komplettes RZ, den komplette Spiegel sind alle defekt, im Worst Case. Also angenommen, es gibt irgendeinen Taifun oder irgendwas, der ein Rechenzentrum gefährdet und es gibt vorher schon Netzwerkwackler, die dazu führen, dass also ein relativ großer Prozentsatz meiner DRBD-Devices auf der Spiegelseite die Spiegel defekt werden. Und wenn es dann endgültig das Rechenzentrum zerstört durch irgendein Naturereignis, habe ich Pech gehabt. Das heißt, der Hauptzweck, für den DRBD dienen soll, nämlich gegen Katastrophen abzusichern, ist in diesem Fall unter Umständen nicht erfüllt. Ja, das ist der Use Case, um zu erklären, warum ich, ja. Es geht um Petabyte, wie der Titel sagt. Ja, ich komme noch drauf, ich komme später noch ein paar Zahlen zu dem Thema. Es geht ja auch darum, ich möchte ja als 1&1-Mitarbeiter dafür sorgen, dass die Kunden gut schlafen können. Sie das wissen, dass eben ihre Daten da sicher sind, dass wir alles tun, damit solche auch etwas nicht ganz Wahrscheinlichen, gebe ich zu, nicht immer. Aber es gibt, wir haben es gesehen, es tritt in der Praxis auf. Es tritt tatsächlich auf und kann zu Problemen führen. So, Maus ist so, es wird ja in dem Transaktionslogfile gespeichert. Das bedeutet, wenn ich Netzwerk die rote Linie hier runter mache, das ist der Application Throughput, die Linie bedeutet, ich gehe entlang der Kante runter und buffere in der Zwischenzeit. Zumindest solange der Speicher nicht voll ist. Und wenn ich irgendwann die Netzwerkverbindung wieder habe, das kommt auf der nächsten Folie, dann habe ich hier zum Beispiel konstante Throughput, das ist die grüne Linie, das ist das rote für die Netzwerklinie. Dann gibt es Fälle, wo mal kurzzeitig zum Beispiel das Netzwerk nicht gut ist, da wird gepuffert, das sind diese nach unten weisenden rosa Flächen. Und dann gibt es wieder Phasen, in denen das Netzwerk besser ist, da kann er wieder nachholen. Und wenn man jetzt genau hingucken würde, dann müsste diese Fläche, die nach unten zeigt, genau groß sein wie die Fläche, die nach oben zeigt. Ja, das sind ja die Kilobytes oder die Megabytes oder Gigabytes, die übertragen wurden. So, das ist die Grundidee, dass wir so einen flexiblen Puffer haben. Das heißt, ich versuche einfach, das Netzwerk so gut wie möglich auszunutzen. Das Netzwerk, ich kann Traffic Shaping betreiben.
Ganz, also um auf eine Formel zu bekommen, Maus funktioniert auch dann, wenn ich Traffic Shaping habe. Wer versucht, DRBD auf dem Netzwerk zu betreiben, auf dem es Traffic Shaping gibt, der kann sein blaues Wunder erleben. Ist wirklich so. Also weil DRBD einfach davon ausgeht, das Netzwerk ist zuverlässig und es hat eine bestimmte Servicequalität, eine bestimmte Garantie. Okay, dann ist, glaube ich, die Folie jetzt klar, worin, was der Punkt ist an Maus. Ja, genau. Aber veraltet. Also wenn ich jetzt 2 Stunden lang Netzwerk unterbrochen habe, ist klar, dann habe ich natürlich ähnlich wie beim Backup, habe ich ja auch ein Delay. Aber also gerade im Hosting ist es so, wenn ich also Webhosting-Kunden habe, denen ist es ziemlich wurscht. Selbst wenn da mal eine Stunde verloren gehen würde im Ausnahmefall, das passiert ja nicht ständig, sondern nur wirklich, wenn wirklich Dinge ist. Das ist nicht so kritisch, als wenn sie gar nicht verfügbar wären. Ja, also was den Webkunden wirklich stört, massiv stört, ist nicht verfügbar. Kunden können nicht auf ihre Webseiten surfen. Das ist wirklich, und zwar, das ist wirklich die Grundidee hinter Maus. Wenn es zu Schwierigkeiten kommt im System, muss irgendwas nachgeben. Das berühmte CAP-Theorem, falls jemand kennt. Es gibt, man kann nicht 3 Dinge gleichzeitig haben. Irgendeines muss unter die Räder. Und die Konstruktion von Maus heißt, hier geht die Aktualität im Zweifelsfall drauf. Die gibt nach. Aber die Konsistenz gibt nicht nach. Ja, das ist so die Grundidee, die dahinter steckt. Jetzt ist die Frage, wer interessiert sich für das, wie intern Maus funktioniert, asynchrone Propagation? 3, 4, 5 Leute, dann erkläre ich was dazu. Also so, DRBD hat als Modell, ich rede jetzt über Modelle von verteilten Systemen, Shared Memory Modelle, das klassische DSM-Grundprinzip, Distributed Shared Memory. Das heißt, ich habe einen gemeinsamen Speicher als Konzept, der eben verteilt aufgebaut ist. Aber logisch betrachtet für mich als Programmierer oder als Sysadmin ist es derselbe Speicher. Egal, wo ich drauf zugreife. So, und jetzt weiß man aus Jahrzehnten an Forschung über Distributed Shared Memory, dass das Modell gewisse Limitierungen hat. Maus verwendet dieses Modell deshalb absichtlich nicht, nämlich ein anderes Modell. Und zwar habe ich überall eine eigene lokale Version auf allen 3 Hosts, die ich hier in dem Beispiel habe. Und ich habe nur rein asynchrone Kommunikation. Das heißt, jede Nachricht kann konzeptuell eine beliebige Zeitdauer brauchen. Also ich mache keine Annahmen darüber, wie lange dauert es, bis eine Nachricht irgendwo landet. Das kann unter Umständen sogar Tage dauern, im Worst Case. Und ich mache auch keine Annahmen über die Netzwerkschnittstellen. Ist diese schneller als die hier? Es kann sein, dass über den indirekten Weg von A über C nach B die Nachricht schneller ankommt als auf dem direkten Weg. Das heißt, wenn wir hier ein klassisches Statusmodell einsetzen würden, ich habe einen Status, müssen wir aufpassen. Wenn ich Pech habe, kann es sein, dass eine veraltete Nachricht, die hier über den sehr langsam zufälligerweise gedrosselten Kanal ankommt, plötzlich eine neuere Version wieder überschreibt. Das heißt, ich bekomme keinen konsistenten Update auf der Zielmaschine. Und um dieses Problem zu umschiffen, habe ich die sogenannte Lamport-Clock eingesetzt. Das ist ein Verfahren, das Leslie Lamport, der Erfinder von LaTeX, schon in 1967 oder 68 ungefähr publiziert hat. Es funktioniert mit, es ist so ein Timestamp-Ordering-Protokoll. Es setzt sich intern in Maus generisch ein, um dieses Problem zu lösen. So, und zwar nächste Folie. Hier haben wir mal ein Beispiel. Also machen wir ein Beispiel, ein Resize während dem laufenden Betrieb kann Maus auch, kann nicht nur DRBD, kann auch Maus. Jetzt nehmen wir mal an, ich ändere die aktuelle Size, die ein Device auf dem Host A hat, zur Laufzeit, sei bisher der Wert, ist der neue Wert 1000 und früher hatte ich einen alten Wert, also eine kleinere Zahl. Und jetzt ist das Problem, wie stelle ich sicher, dass die anderen Knoten erfahren, aha, dieser Host hat jetzt zum Beispiel mehr Speicher bekommen. Also das Device hat sich während des laufenden Betriebs vergrößert. Der Trick besteht jetzt darin, also erstens mal hat jeder dieser Key-File-Value-Werte, also das ist der Key besteht aus diesem Pfad, also der Key selber ist Pfad strukturiert und Value ist 1000. Wie stelle ich sicher, dass es korrekterweise hier ankommt? Erstens hat jeder dieser Keys einen Timestamp zugeordnet und zweitens sorge ich dafür, dass der Key selber immer den Hostnamen des Originators, wie sagt man auf Deutsch, desjenigen, der den Key erzeugt hat, immer enthält. Das heißt, die Keys dürfen immer nur von einem Knoten, vom Knoten A, produziert werden und die anderen erfahren auf passive Weise, was der Knoten A jetzt gerade macht, auf die Weise. Aber auf diesem selben Key, der von Host A erzeugt wird, darf nicht Host B draufschreiben.
Ja, das heißt, die Schreibsets sind immer disjunkt durch diese Konvention. Das ist eine Konvention, die intern verwendet wird. Und dadurch kann sozusagen jeder, also es gibt einen globalen Namensraum, der wird global repliziert im gesamten Cluster, egal wie viele Mitglieder er hat. Jeder weiß im Prinzip jedes über allen, alle über jeden anderen, aber möglicherweise verspätet. Und durch die Lamper-Timestamp kann ich sicherstellen, dass nie die Zeit rückwärts läuft. Also wenn eine verspätete Nachricht jetzt hier über einen anderen Kanal ankommt, dann vergleicht er den Timestamp von Absendezeitpunkt mit dem Ergebniszeitpunkt. Ach, das ist veraltet, schmeißen wir weg, wir machen nichts. Die neuere Version ist schon die neue Version. Und dadurch habe ich sichergestellt, dass alle Metadaten, alle Metainformationen über das gesamte System asynchron, nicht synchron, anders als bei dir, rein asynchron laufen. Das heißt, ich habe nicht nur die Asynchronität auf der eigentlichen Daten-IO-Ebene, sondern auch auf der Meta-Ebene, wenn es darum geht, zum Beispiel Primary-Umschaltung zu machen und andere Dinge. Welche Vorteile das hat? Ja, es ist eigentlich andersrum. Es gibt keine andere Lösung, meiner Meinung nach, wenn das System wirklich ausfallsicher sein soll. Muss man damit rechnen, dass jede Nachricht verloren gehen kann und dann kommt man fast, bleibt einem fast nichts anderes übrig, als so eine Lösung zu bauen. Fragen dazu noch? Der lokal schreibende Prozess, wann kriegt der quasi sein, also wann kehrt der zurück? Bei der DRDD ist ja so, wenn ich mit Replikationsmechanismus C arbeite, kriegt mein lokaler Systemaufruf kehrt erst zurück, wenn die andere Maschine meldet, dass die Daten auf der Platte liegen. Ja. Das brauche ich aber nicht so, ne? Da, pass auf, die Frage verschiebe ich nach hinten. Ich habe eine Folie extra für diese Frage, wo ich es erklären kann. Aber ich sage es gleich, die lokale das lokale Schreiben auf das Transaktionslog-File. Wenn es dort geschrieben ist, sind wir sicher, dass es schon persistent ist. In dem Moment bekommt die Application die Freigabe. Jetzt ist der Block geschrieben und ich kann ihn aus dem Transaktionslog-File immer jederzeit rekonstruieren. Auf der Primary-Seite. Ja? Auf der Primary-Seite. Und das, auf die Sekundäre-Seite warte ich nicht. Das ist ja gerade der Unterschied zur DRBD. Ja, ich bekomme ja trotzdem konsistent. Ich habe das Gleiche auf der Sekundäre-Seite, als wäre der Strom zum damaligen Zeitpunkt ausgefallen. Also, wie gesagt, es kann passieren, dass ich Daten verliere, ein paar Sekunden oder was auch immer. Ich habe übrigens sogar Statistiken, die habe ich jetzt nicht dabei, wie oft das wirklich passiert in unserem realen System. Das ist erstaunlich wenig. Erstaunlich wenig. Also ich glaube, mehr als ein Megabyte ist weniger als 0, irgendwas Prozent aller Fälle. Da habe ich Statistiken drüber. Es hängt allerdings vom Storage-System und von anderen Faktoren ab. Also die Grundidee besteht darin, dass dieses Verfahren dafür sorgt, dass egal wie die Nachrichten dorthin gelangen, dass sie immer konsistent sind, dass irgendwann das ganze Modell konvergiert gegen ein Endzustand, nennt sich auch eventually consistent in verteilten Systemen. Also es ist ein ganz anderes Modell, Speichermodell, als das klassische Shared Memory Modell. Eventually consistent ist vielleicht ein ein oder anderen Begriff, ist ja ein Hype-Thema in Web Storage oder in anderen Umfeldern. Und hier habe ich es mal realisiert, mit Hilfe der Lambert-Clock. So, dann gucken wir uns noch ein Beispielszenario an. Das ist jetzt seit Februar 2014 im Einsatz. Hier haben wir eine Vierfachreplikation. Und zwar haben wir jetzt hier die Georedundanz zwischen zwei Rechenzentren. Und als Umschaltprotokoll verwenden wir BGP. Also das ist das Protokoll, das dafür sorgt, dass der Endkunde gar nicht sieht, in welchem Rechenzentrum das läuft. Also die gleiche IP ist entweder in dem einen oder in dem anderen Rechenzentrum, also die Kunden-IP. Und dann haben wir innerhalb des Rechenzentrums noch eine weitere Spiegelung, ist alles doppelt, innerhalb desselben Rechenzentrums, und zwar aus Ausfallgründen, also Room to Room in benachbarten Räumen. So, und in dem Fall sehen wir hier, die grünen Pfeile sagen, wie wirklich repliziert wird, und die schwarzen Pfeile sagen, potenzielle Datenflussrichtungen, die möglich wären, aber aktuell nicht benutzt werden. Und da sieht man jetzt, dass ich also zum Beispiel auch transitive Log-File-Transfer haben kann. Ist aktuell allerdings noch nicht als Full-Feature unterstützt. Muss man ein bisschen von Hand machen. Ist noch nicht kein offizielles Feature, aber es ist trotzdem schon in einer bestimmten Abteilung im Einsatz. Aber wer sowas haben will, kann ich noch besser automatisieren, dass die Umschaltszenarien sind noch nicht komplett automatisiert hierfür. Gut. Schauen wir uns den aktuellen Status an. Also begonnen hat das Projekt 2010 in meiner privaten Freizeit quasi. 2011 ist ein offizielles Projekt der 1&1 draus geworden. Und die ersten Prototypen laufen auch schon ungefähr seit 2011. Also einzelne Maschinen, interne Server, die weniger kritisch sind, da läuft schon eine ganze Weile.
vorige Folie habe ich schon gesagt, letztes Jahr war also der erste größere Use Case, wo es also wirklich echte produktive Systeme und gleich mit Vierfachreplikation ranging. Größere Ausrollwelle auf Massen von Servern hat jetzt im April dieses Jahres stattgefunden und aktueller Stand ist, ich habe mehr als 700 Storage-Server. Wir haben insgesamt 2x6 Petabyte brutto, von denen ich alles aber, also brutto im Sinne des Filesystems. Dann haben wir insgesamt Größenordnung 10 Milliarden iNodes, alles zusammen auf ungefähr, es sind da nicht 3000, es sind glaube ich noch mehr Instanzen. Und es kommen noch ein paar Windows-Maschinen, wo ich die iNode-Zahl nicht genau kenne, kommen auch noch hinzu. Warum XFS? Das hat jemand vorher im vorigen Vortrag gerade erklärt. Der hat es empfohlen. Ich habe gerade Fragen gestellt, warum nicht X4? Also er hat gemeint, das skaliert nicht gut. Es ist so, dass bevor ich zu 1 und 1 gekommen bin, hat es jemand schon entschieden. Ich habe es vorgefunden. Das Problem ist, wenn man solche Datenmenge hat, dann ändert man das Filesystem nicht. Ganz einfach. Ja, man macht höchstens neue Server, die man irgendwann aufbaut mit einem anderen Filesystem. Aber man fängt nicht an und das macht man nicht. Das ist einfach zu verrückt. Und es gibt gewisse Probleme mit XFS, will ich jetzt gar nicht verheimlichen, aber will ich jetzt hier auch nicht ausbreiten. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht so, dass man also jetzt drüber schimpfen muss. Ja. Okay, und also die Betriebsstunden beziehen sich natürlich auf Mars und jetzt nicht auf das gesamte System. Da kommen natürlich noch ganz andere zusammen, weil es also teilweise schon Jahre läuft. Und wir haben eine Mittelstreckenreplikation über Größenordnung 50 Kilometer aktuell. Bisher nur am Start, aber wir planen dann größere Distanzen in Angriff zu nehmen. Also ganz kontinental mache ich in Tests, geht auch einwandfrei. Das Problem ist nur, wenn man RIPE und ARIN-Adressen hat und dazwischen BGP machen will, ist vielleicht nicht ganz so prickelig. Das heißt, man wird wahrscheinlich eher innerhalb der Kontinente größere Strecken haben. Eher in die Richtung gehen. Okay, dann neueste Entwicklung, woran ich gerade arbeite. Mal ganz kurz, das Socket Bundling, das gibt es schon als Beta-Fassung, also vom neuen Hauptbranch. Der alte Branch, der Stable-Branch heißt Lite 0.1. Ich bin da etwas konservativ mit der Nummerngebung. Ja, das sieht man hier. Ja, ich muss ein bisschen untertreiben lieber. In Wirklichkeit ist, heißt zwar Stable, bedeutet aber nur, dass ich keine neuen Features mehr einbaue, ist aber auch wirklich Stable im Sinne von Stable, ja, von gängigem Stable. Also ich habe nämlich weniger als 10 Incidents jetzt seither gehabt. Einer davon war ein Bug, der erst bei allen 150 Betriebsstunden aufgetreten ist im Durchschnitt, habe ich gefixt. Und ansonsten kenne ich keine Probleme, die jetzt hier, also null, zero known bugs. Und das neue Feature heißt, parallele Connections braucht man für Langstreckenreplikationen, nämlich dann, wenn das Netzwerk stark congested ist, dann kann man sich das Gegenteil von Traffic Shaping noch Bandbreite klauen, indem man einfach Sockets parallel aufmacht. Das sollte man nicht massenhaft einsetzen, aber hilft in Einzelfällen, wo ein bestimmter Storage-Server plötzlich Daten nachholen muss, weil irgendwas passiert ist oder weil man initialen Sync oder was auch immer braucht, dann kann man den pimpen und sagen, so, jetzt kriegst du mehr Bandbreite, mach mehr Sockets auf. Dann klaut er sich relativ zu den anderen Tausenden von Anwendungen, Tausenden anderen Kanälen, das gibt einfach Bandbreite. Und Datenkompression gibt es auch, steht jetzt nicht auf der Folie drin. Also ich kann zeigen, dass ich damit den ganz normalen Server-Uplink von 1 Gigabit zu einem ganz normalen klassischen, noch nicht 10 Gigabit, sondern nur 1 Gigabit, damit sättigen kann, und zwar auch zwischen Europa und USA. Dann arbeite ich gerade noch an einem kleinen internen Problemchen, nämlich ich habe die bisherige alte Mars-Version läuft mit einem Kernel-Prepatch, der nur Export-Simple-Statements enthält. Und die Kernel-Jungs haben mir gesagt, das geht nicht, also das muss raus. Und das bin ich gerade dabei zu arbeiten. Ich habe auch schon einen Branch, der hat so kleinere Bugs, aber ich hoffe, dass in den nächsten Wochen endlich eine Mars-Version rauskommt, die als externes Kernel-Modul mit jedem beliebigen Kernel zwischen in dem Fall 3.2 und 4.2 arbeitet. Und die ich auch selber mit Hilfe meiner automatischen Test-Suites, ich habe sogar mehrere, getestet habe, sodass ich dahinter stehen kann. Also das ist das, woran ich gerade aktuell arbeite. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass Linux-Distros in der Lage sind, das aufzugreifen, ohne dass man mit Mainstream ins Gehege kommt. Eines der Probleme ist natürlich, wenn man alle möglichen Kernel-Versionen unterstützen muss, das ist verdammt viel Arbeit und es wird einem auf Dauer lästig. Und es ist klar, man möchte natürlich in Upstream reinkommen. Und es kann auch sein, dass es ein bisschen Zeit, Mühe, Arbeit und auch Diskussion kostet. Aber das ist eben eines der Dinge, die in der nächsten Zeit anstehen. Es gibt noch ein paar interne Dinge. Wir haben ein paar Betriebsprobleme mit iSCSI. Deswegen habe ich einen Feature-Request bekommen, das sollte man ersetzen durch was anderes. Also durch eine interne Mars-Bausteine, die ich schon habe. Dann gibt es noch eventuell noch das Thema Mars-Scale-Clustering. Momentan ist es so, dass wir die DRBD-Cluster nur kopiert haben. Das heißt, wir haben zweifach- oder vierfach Cluster und davon aber entsprechend viele Endstück.
Aber das langfristige Ziel könnte unter anderem darin bestehen, dass wirklich auch in größeren Klassen von tausenden Maschinen jeder über alles über jeden anderen weiß, zumindest konzeptuell, aber ja, die Update-Raten natürlich nicht überall gleich hoch sind. Aber das erhöht einfach die, wenn man die Metadaten besser repliziert hat, dann übersteht man Katastrophen viel besser. Ja, man hat bessere Chancen, Dinge zu recovern. Und man kann eventuell sogar noch die Mars-Kommunikation als Indikator nehmen für Netzwerkprobleme. Also man kann sozusagen den Heartbeat damit teilweise machen. Das ist eine der Ideen, die rumschwirren, aber die noch nicht ganz ausgegoren sind. Ja, und die Datenbank-Jungs wollen natürlich auch irgendwann auf Mars umsteigen. Und für die brauche ich natürlich Features, die vielleicht die Datenbänke interessiert, nämlich ein doch einen synchronen Modus, aber einen pseudosynchronen Modus, in dem Sinne, dass wenn es tatsächlich eng wird und es ist nicht möglich, innerhalb von einer einstellbaren Grenze, sagen wir mal 5 Sekunden, auszuliefern, dann schaltet er automatisch in asynchronen Modus und geht so schnell wie möglich in synchronen Modus zurück. Solche ähnliche Dinge sind gerade in der schon auch in der Diskussion, aber es ist noch nicht sonderlich weit gediehen, weil andere Dinge Vorrang hatten. So, dann weiß nicht, ob hier Kernel-Hacker sitzen, die sich fürs Thema interessieren, wie es intern aufgebaut ist. Ich hätte dazu Folie. Also ich bin jetzt mit der eigentlichen Vortrag am Ende. So, das heißt, ich wäre jetzt offen für Fragen, die für Performance, welche Richtung, Fragen, ja? Ja, leider. Das ist nämlich mein Hauptproblem, das ich habe. Das sage ich jetzt mal ganz offen. Ich bin Einzelkämpfer in dem Fall und ich will so schnell wie möglich gucken, dass es eher eine Community gibt, die das macht. Ganz einfach, ganz simpel. Auch wenn ich dabei Kontrolle aufgeben muss, das ist nicht mein Problem. Ich will haben, dass das Ding in guten Händen ist und ich hoffe, dass der Linus das dann aufgreift. Ganz einfach. Aktuell, ja, ich weiß, dass einige andere das evaluieren und damit rumprobieren, aber ich habe noch keine genaue Response bekommen. Also es ist noch zu wenig bekannt. Also die Werbung funktioniert nicht, wie man in der Teilnehmerzahl hier sieht. Ja, also ich habe es auch kurzfristig jetzt hier reingebracht, aber ich denke, wenn es mal bekannter wird, das ist meistens so ein Lawineneffekt. Wenn es mal losgeht, dann weiß man nicht. Also wichtige Voraussetzung habe ich erst jetzt erfüllt, nämlich, dass ich beweisen kann, nachweislich. Ich habe sogar Grafiken dabei. Ich muss mal noch abklären, was ich davon publizieren kann. Aber Zuverlässigkeit ist das Erste, was die hartgesottenen Sys-Admins interessiert. Alles andere interessiert sie erstmal gar nicht. Das weiß ich. Ja, ich habe jeden Tag mit den Leuten zu tun, die genau so denken. Und deswegen hat es auch eine ganze Weile gebraucht, die zu überzeugen. Also es gab einige schwere Kämpfe und andere Dinge. Ich habe es zum Schluss sogar selbst ausgerollt. Und dann gab es erstaunlicherweise keine Inzidenz. Also ich habe vorher getestet wie verrückt. Also ich habe getestet und nochmal getestet. Und ich glaube, das hat sich ausgezahlt. Ich kann nicht, natürlich weiß man nie, ob irgendwelche versteckten Bugs drin sind. Aber wenn man die Verantwortung für die Datenkonsistenz von Petabytes trägt, dann ist es nicht komplett falsch, ein bisschen konservativ zu sein. Ganz simpel gesprochen. Und dann gibt eben im Zweifelsfall die Timeline nach. Bevor man irgendwelche schlimmen Dinge macht, die vielleicht irgendwas zerstören können. Ich meine, wir haben noch Backups. Das ist nicht die einzige Sicherungsschicht, die jetzt dafür sorgt, dass die Kundendaten nicht verloren gehen. Nur man hat eben deswegen mehrere Schichten, damit man sie nicht benutzen muss. Ja, und auch das Mars ist genauso wie DRBD eigentlich dazu da, dass man es normalerweise nicht braucht. Aber wenn man es braucht, dann muss es aber auch funktionieren. Ja, wie? Das ist genau der Knackpunkt. Ja. Gut. Ja. Tatsächlich ein Datencenter. Es gab neulich mal einen Incident, über den ich jetzt vielleicht nicht zu viel erzählen sollte. Aber es gab den Fall, dass Mars sich bewähren musste. Steht was auf im Changelog, kann jeder nachlesen. Das habe ich also abgesprochen, das kann ich publizieren. Ich habe nicht genau gesagt, wo und wie und was, aber es gab Fälle, wo sich wir haben an einer Stelle ein Second Class Zentrum, das nicht optimal ausgestattet ist, und da gab es einen Stromausfall mit einer Phase. Hatte zur Folge, dass viele Server nicht ausgefallen sind, aber dass die Klimaanlage ausgefallen ist. Ja? Und was passiert, wenn man also Bratwürstchen braten kann auf den Festplatten? Ja, dann kann man sich jeder vorstellen, wie sich das auch anfühlt, wie das X4 dann anschließend anfängt zu spucken. Die Kernel-Stacks kann sich jeder plastisch vorstellen, die dann so im Warlock-Kernpunkt-Log bei Debian auftauchen und so, ja. Kann man sich ausmalen, ja. Und dann ist man mit falschem Repair beschäftigt und mit ein paar anderen Dingen. Allerdings, die Strategie ist, also Mars hat sich an der Stelle bewährt. Es gab genügend Maschinen, die konnte man mit der Normalumschaltung umschalten und die anderen eben mit der Notumschaltung. Mars unterscheidet konzeptuell zwischen Handover, also geplanter Umschaltung, und Failover, also
gewaltsamer Umschaltung, bei der es fast immer ein Split Brain gibt. Ja, ist Absicht. Vergiss dir an Forget the Other Side, vergiss, was da passiert. Ich bin jetzt Primary und ich fange jetzt an, den Dienst hochzufahren. Setzt natürlich voraus, dass es BGP mitmacht. Also man muss den Kunden treffen auf die neue Seite, immer korrekt routen. Aber ansonsten ist die Strategie, schalte um, egal was an schlechten Dingen auf der anderen Seite passiert. Und die Strategie ist etwas, was man mit DRBD nicht so ohne weiteres machen kann. Also man kann es auch machen, aber das, ich weiß nicht. Also die Admins haben da jedenfalls... Ja, also mit Mars kann ich an der Stelle ein bisschen... weil ich diese Anytime-Consistency habe. Die habe ich ja bei DRBD nicht. Also das kann an der Stelle durchaus hilfreich sein. Und ich habe es tatsächlich mit unseren Systemleuten, die also das System überwachen, das Monitoring machen, also mehrere zigtausend Maschinen überwachen, durchgespielt, also in Schulungen. Die haben das, ja, die waren sogar begeistert davon. Also an der Stelle habe ich jetzt wirklich keine schlechten Rückmeldungen intern in der 1&1 bekommen. Spannend wäre es natürlich, was die Welt draußen drüber denkt und was dann natürlich an Rückmeldungen passiert. Ich bin mal gespannt, vielleicht gibt es doch noch Bugs, die ich nicht kenne, kann ja alles sein. Aber ich werde mich der Herausforderung dann stellen. Ja, weitere, nächste Frage, ja. Ja, ähnlich. Es gibt ein Kernel-Modul und ein Skript, das heißt Mars ADM statt DRBD ADM. Und die meisten Kommandos sind sehr ähnlich wie bei DRBD. Geht ziemlich parallel. Es gibt ein paar weitere Kommandos, die gibt es bei DRBD nicht. Zum Beispiel Create Cluster, Join Cluster, Create Resource, Join Resource. Kann man dynamisch zur Laufzeit machen. Es gibt keinen Analog zu etc.drbd.conf, das gibt es nicht. Sondern da speichert sich alles persistent und repliziert es auch gleich im gesamten Cluster. Jeder weiß alles über jeden anderen. Also das geht dynamisch zu bei Mars. Ja, das haben sie jetzt geändert. Das habe ich gesehen. Und zwar heißen die Kommandos seltsamerweise gleich wie bei Mars. Das hat mich gefreut. Also in dem Fall gab es anscheinend irgendwie, ich habe mich auch mit Philipp Reiser persönlich im Gespräch, ist ja nicht. Also das ist gut, weil dann sind wir nämlich, wir haben auch durchaus über Möglichkeiten nachgedacht, da ist beides Open Source, warum soll man das nicht machen? Es ist eigentlich auch sinnvoll, ja. Und ich würde das also durchaus weiter fördern, dass wir in die Richtung gehen. Auch wenn die internen Dinge teilweise unterschiedlich sind, aber eine gewisse Kompatibilität ist, glaube ich, sehr gut. Und vielleicht kann man auch in Zukunft mal das ein oder andere, also zum Beispiel irgendwelche Mars-Features, die auf Bitmaps basieren, würden zum Beispiel, weil es mal upstream im Kernel ist, würde mich interessieren, ob das jemand mal in Angriff nimmt, der Dinge zu verheiraten. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Also aktuell ist es disjunkter Use Case mit noch relativ geringen Überschneidungen, Langstrecke versus Kurzstrecke. Also Sprint versus Marathon sozusagen, also in Management-Speak gesprochen. Aber Überschneidungsbereich gibt es. Und dann kann man sich langfristig überlegen, wie man das so macht, dass man insgesamt das Beste für die Community draus macht. Weitere Fragen noch? Ja? Oder also für dieses ungerecht, oder? Ja? Ja. Was passiert, also wenn wir... Es ist so, angenommen, der Rechner stürzt ab. Ja, also einer meiner Standard-Test-Cases ist einfach Reboot-F-N. Ich kann es auch über IPMI machen, aber spielt keine Rolle. Ja, kommt wieder hoch, Modprobe, Mars und das Ding heilt sich komplett selber. Ich muss nicht hochfahren wie bei DRBD. Also ich muss nicht irgendwas wieder Primary zurückschalten, was vorher Primary war. Also wenn die Primary-Seite abstürzt, wird er wieder Primary und fertig. Secondary wird nach dem Reboot Secondary bleiben und alles nachholen. So, jetzt wenn es tausende von Maschinen machen, dann habe ich tatsächlich von Netzwerkstatistiken gesehen, wo die Netzwerke anfangen zu rülpsen. Ja, kann vorkommen. Aber ich habe den Jungs gesagt, Leute, ihr könnt doch Traffic Shaping. Jetzt kommt dieses Stichwort wieder ins Spiel. Wenn ihr DRBD hättet, hättet ihr ganz andere Probleme. Ich kann ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen, unter gewisser Vorsicht. Ja. Ich habe bei DRBD ja eine einzige TCP-Connection pro Ressource. Und über die muss alles an Traffic drüber, auch der Resync-Traffic. Also um es mit einem Beispiel zu erklären, stell mal vor, eine Autobahn wäre nur einspurig in jede Richtung. Und es gibt LKWs und es gibt Porsches, die drauf fahren wollen. Was passiert dann? Ja, die Porsches können nicht überholen. Weil die beiden verschiedenen Traffic-Arten, die eine schnell und relativ wenig, aber die andere schwer und langsam,
die können nicht aneinander vorbei, weil es über dieselbe sequenzielle Leitung laufen müssen. Und Mars hat an der Stelle einfach mehrere Lanes, die parallel laufen. Und zwar beliebig viele, durch das Socket Bundling fast noch beliebig skalierbar. Also das ist eine Compile-Time-Konstante, diese 8. Die können wir auch noch weiter hochschrauben, wenn es sein muss. Aber irgendwann ist einfach das praktische Limit. Mehr brauchen wir dann nicht mehr. So, und das bedeutet, wenn ich DRBD betreiben will, tausende von Instanzen, dann brauche ich einen Regelmechanismus, der dafür sorgt, dass es nicht zum Packet Loss, also zur Congestion kommt. Das heißt, ich muss diesen Sync-Traffic dynamisch regeln. Und zwar hat schon vor Jahren einer unserer Admins ein Perl-Skript geschrieben, das dann, je nachdem wie das Netzwerk gerade ist, das rauf und runter regelt. Hat sich aber irgendwie nicht bewährt in großen Massen und deswegen haben sie den tatsächlichen Sync-Traffic, das kann man ja limitieren, auf eine sehr, sehr geringe Datenrate limitiert, die ich jetzt am besten nicht hier erzähle, wie gering die ist. Also das heißt, das war betriebstechnisch nur schwer bis kaum in den Griff zu bekommen, dieses Problem, dass wir nur diese eine Leitung haben. Also zumindest mit dem alten DRBD 8.3, was wir teilweise noch im Einsatz haben. Ich weiß nicht, wie es bei neueren Versionen ist. Also der Philipp kennt das Problem. Kann sein, dass er schon was dagegen unternommen hat. Wäre auch gut, wenn er damit da was macht. Weil es, glaube ich, für große Masseneinsätze tatsächlich ein Problem ist. Also ich sage ganz offen, es gibt Szenarien, wo DRBD besser ist als Mars, nämlich dann, wenn man diese große Overkabel hat. Also an der Stelle fische ich nicht ins Revier von Linbit, sondern das ist klar, das können die besser. Es gibt andere Szenarien, wo Mars meiner Meinung nach die bessere Lösung ist. Es kommt eben darauf an, was man von Use Case hat. Was ist, wenn der Feedback zieht und Daten auf dem Secondary Split Brain. Und dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Das ist ein Manual, Mars Manual hat 100 Seiten ausführlich beschrieben. Ich kann entweder einen weiteren Replikat zuschalten und um die andere Version aufzuheben, zum Beispiel den Read-Only Mount machen beispielsweise und dann von Hand die Differenzen sich angucken. Ich kann natürlich Invalidate sagen, Mars ATM Invalidate, analog zu DRBD, das vielleicht viele kennen. Gleiche Prinzip, ja, dann wird das wieder resynkt. Und zwar Fast Full Sync bedeutet, er macht MD5 zusammen von den Datenblöcken, allerdings nicht über Bitmap, sondern er liest überall die Daten, macht MD5, es funktioniert ähnlich wie R-Sync. Ja? Und dadurch habe ich tatsächlich Netzwerktraffic im großen Stil eingespart. Das heißt, die reale Netzwerkbelastung ist ähnlich wie bei DRBD sehr, sehr gering. Nur die IO-Last ist höher. Ja. So, und das macht er momentan nur auf Block-by-Block-Basis, also in 4K-Blöcken. Ist noch nicht sehr effizient, kann man alles noch verbessern. Aber das Grundprinzip ist so, dass es also einen dramatischen Unterschied in der Netzwerklast ausmacht. Das heißt, die betriebstechnischen Probleme, die Mars an der Stelle verursacht, sind nicht schlimmer als die von DRBD. Ja. Also was die Netzwerker, eigene Netzwerkabteilung bei uns, die werden natürlich fuchsig, wenn man sie mit Daten zumüllt, das wollen sie gar nicht haben. Aber ja, also das Problem ist im Griff. Da habe ich nie was Böses gehört, im Gegenteil, die sind froh jetzt. Die merken sogar positive Wirkungen, seitdem sie auf Mars umgestellt haben. Ja? Das Mars Monitorer, ja, das gibt es im Mars ADM auch. Mars ADM View heißt das Kommando. Es geht nicht über das PROC-Interface, sondern über diese Symlinks. Und das ist sogar ein programmierbarer Prozessor, wo man sich eigene Customized Views herstellen kann. Also es zeigt viele Dinge an, bedeutend mehr als bei DRBD. Und es gibt Makros, die man selber programmieren kann, wo man sich eigene Outputs generieren kann. Wir haben welche intern, ja, und ich habe im Contrib-Verzeichnis ein paar, die wir bei uns noch nicht in genau der Form im Einsatz haben, aber die ich als Prototypen geschrieben habe und die in Abwandlungen dann im Einsatz sind, die gibt es auch im Contrib-Verzeichnis auf GitHub, im Mars-Verzeichnis. Ja, also vielleicht nochmal die vorige Folie. Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben, glaube ich, noch 10 Minuten, bis zu 10 Minuten, wenn es sein muss. An dem Moment. Irgendwas hängt gerade. Ach so, ich habe den Mauszeiger hier. Previous, da wollte ich hin. Also hier steht die Adresse. GitHub.com schwebelt mein Name Mars. Und da drin unter dem Doku-Verzeichnis findet man das marsmanual.pdf, sind ungefähr 100 Seiten. Ich habe es hier ausgedruckt, wer es gern angucken möchte, kann ich gerade zeigen nach dem Vortrag. Und da sind eigentlich hoffentlich alle Fragen bis zur Erschöpfung behandelt.
Ja, ich habe noch weitere Folien. Möchte jemand Performance was wissen? Oder ja? Arbeit. Moment, 2010. Also wenn man meine Dings nicht ganz 100%, aber 100 sind wir 4 Mannjahre etwa. Hätten ungefähr 30.000 Lines of Code, also ungefähr gleich groß wie X3, so circa, oder ungefähr gleich groß wie auch DRPD. Das ist so die Größenordnung. Die Hausnummer. Ja? Ja, ja, okay, da bringe ich eine Folie zu. Die erklärt es. Gut. So. Das ist nochmal im Detail, wie dieses Transaktionslogging funktioniert. Das können wir überspringen, wenn es mich interessiert, kann ich aber machen. Das hier ist die interne Architektur. Und zwar habe ich jetzt Folgendes. Ich habe als Basis Generic Brick Layer. Das bedeutet, ich habe Bausteine, die sich zusammenschalten lassen mit Inputs und Outputs, ähnlich wie in der Elektrotechnik, die sich also verdrahten lassen. Und ich verwende intern Konzepte aus der Aspektorientierung. Das ist also für die Leute, die sich in der Programmiertechnik mit interessanten Dingen beschäftigen, die kennen vielleicht den Begriff. Ich will es also nicht so viel. Und da gibt es Bricks, Objects und Aspects. Die sind völlig generisch, lassen sich für beliebige Dinge verwenden. Drüber habe ich einen Layer, Extended I.O. genannt. Das ist eigentlich AIO, Asynchronous I.O., bloß mit Hilfe von Callbacks, asynchron intern arbeitend. Und da könnte man jetzt, wenn man wollte, noch weitere Personalities machen. Zum Beispiel welche für Stacked File Systems oder was auch immer. Also das Generic Brick Layer ist, wie der Name sagt, generic. Und jetzt könnte man, wenn es die Kernel-Hacker aufgreifen würden, andere Dinge damit treiben. Was auch immer man als Stackable X machen möchte. Und zwar automatisiert diese beiden Schichten, diese unteren Schichten automatisieren Dinge, die immer wieder vorkommen, vor allem die Speicherallokation. Und zwar wichtig, dieses Framework unterstützt dynamische Revertratung, Rekonfiguration zur Laufzeit. Kommt bei Mars vor, nämlich beim Lockrotate. Also es gibt eine Lockrotate-Operation, ähnlich wie bei MySQL, und Logdelete, also die alten, nicht mehr gebrauchten Logfiles löscht. Und da kommt es kurzzeitig vor, dass ich I.O. in 2 Logfiles habe im alten, die noch nicht abgeschlossen sind. Die sind schon abgefeuert, aber noch nicht beendet. Also die Callbacks stehen aus. Und das neue Logfiles muss aber schon begonnen werden, weil sonst bekomme ich ja einen Wackler im I.O.-Verhalten aus Benutzersicht. Das heißt, die Brick Framework muss das unterstützen und das habe ich an der Stelle schon implementiert. Aber natürlich ist es universell für weitere Dinge verwendbar. So, und dann gibt es jetzt momentan nur das Mars Lite und zukünftige Pläne sind, dass wir das Ganze, diese Strategieebene, die bestimmt, wie die Bricks miteinander verdrahtet werden, dass wir das anders mal generisch machen durch interpretative, regelbasierte Methoden. Das plane ich für die fernere Zukunft. Das würde dann Mars Full heißen. Das ist so die Idee dahinter steckt. Deswegen habe ich es jetzt erstmal nur Mars Lite genannt. Also die aktuelle Version ist eine Ad-Hoc-Implementierung, mit der ich selber nicht ganz zufrieden bin. Ich würde es gerne anders und besser machen, aber man braucht eben die Zeit und die Ressourcen dazu. Ja, also wen es interessiert, ich Stichwort heißt Instanzorientierung. Ich habe ein Forschungsbetriebssystem gemacht. Ich war vorher Assistent an der Uni Stuttgart. Das heißt Atomux, das sind die Konzepte. Und viele Konzepte aus Atomux habe ich hier in Mars verwendet. Also ich komme halt aus der akademischen Welt ursprünglich, bin in die Industrie gegangen. Und da habe ich mir erlaubt, eben solche Dinge hier auch zur Anwendung zu bringen. Ja. Die vielleicht ein bisschen nicht alltäglich sind, das mag sein. Und die Frage, spannende Frage, greift das jetzt jemand auf und macht was? Weil ich allein als Einzelkämpfer kann ich beliebig viel machen. Ich hoffe, dass es anderen Leuten auch gefällt und dass die dann hoffentlich auch was Gutes draus machen. Würde mich jedenfalls freuen. Dazu macht man ja GPL-Software. Gut. Weitere Fragen? Ja? Ja, die Folien habe ich bereits dem Veranstalter geschickt und ich hoffe, er wird sie veröffentlichen. Das sollte sie hoffentlich haben. Ansonsten werde ich die Folien auf GitHub, das gleiche, also es gibt das alte Paper, das alte Vortragsfolien vom Linux-Tag 2014. Die werde ich mal am nächsten Release löschen und durch diese hier ersetzen, durch die neue Variante. Dann sind wir 5 Minuten vor der Zeit fertig. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, ich kann noch Performance-Zahlen liefern. Es läuft schneller als ein RAW-Device. Glaubt das jemand? Ja? Ich kann erklären, warum. Frage, ja? Die Slaves, also die Replicas, ja?
Mit dem Spezialtrick, ja. Also es ist so, ich kann, also pass auf, ich gehe doch zur vorigen Folie zurück, machen wir es mal. Also die Frage ist gut, die ist sehr gut sogar. Jetzt ist Folgendes, ich habe konzeptuell drei verschiedene Schalter, die ich machen kann, im Prinzip. Nämlich ich habe einmal den Primary, der schreibt erstmal die Daten sozusagen im Append-Modus in das Transaktions-Log-File rein. Zwischendrin werden sie im Speicher gepuffert und dieser Write-Back-ins-Device geschieht im Hintergrund und zwar in einer anderen Reihenfolge. Sortiert nach Sektornummern. Das heißt, wenn ich Magnetplatten habe, dann steigt dadurch die Performance, weil die Seeks minimiert werden. Seek-Distanzen. Und ich habe Beispielmessungen gemacht, ich habe plus 30% Performance schneller als ein RAW-Device dadurch bekommen. Warum? Weil ich muss nur diesen Temporary-Memory-Buffer groß genug machen. Also wir haben Storage-Server, die haben zig Gigabyte, mehrere Gigabyte und die werden sonst nicht benutzt, die sind sonst nur Eiskasse drauf. Keine Filesysteme und nichts, sondern den Speicher kann man nutzen für solche Write-Back-Strategien. Zwar steigt dann die Recovery-Zeit, falls der Server abschmiert. Also ich muss die Daten ja dann, wenn das Ding wieder startet, aus dem Transaktionslog vielleicht wieder zurückschreiben. Die steigt dann zwar ein bisschen, aber es liegt im Sekundenbericht typischerweise. Das ist der einzige Nachteil, den ich habe, aber ansonsten gewinne ich dramatisch Performance. Und zwar bei echten Lasten, wie sie im Rechenzentrum auftreten, habe ich also mitgeschnitten, ein paar Block-Trace und dann ein paar Block-Replays, ein anderes Projekt von mir, wieder abgespielt. Kann zeigen, dass es also 30% bei unseren echten Serverlasten ungefähr ist. Es gibt Lasten, wo es deutlich höher ist, sogar 50% und 70%, darf man gar nicht sagen. Der Worst Case ist deutlich schlechter. Der Worst Case, wenn ich rein sequenziellen I.O. habe, muss ich beides sequenziell schreiben. Wenn beides auf derselben Platte liegt, dann habe ich Pech gehabt. Was das macht niemand im RZ-Bereich, sondern hat meistens eine separate Platte für Slash Mars. Das heißt, das stört nicht. Also man muss ein bisschen bei der I.O., bei der Hardwareplanung aufpassen, ein bisschen gucken, was ich empfehle bei Mars und das einhalten, bekommt man sogar bessere Performance als ein RAW-Device. So, und jetzt ist der Trick darin, dass die Langstreckentransfer separat ein- und ausschaltbar ist. Also ich kann sagen, repliziere absichtlich nicht auf einen bestimmten Knoten. Da werden die Transaktionslog an der Stelle angehalten, also ähnlich wie beim Async, den ich einfach abbreche mit Ctrl-Z. Und da werden sie natürlich auch nicht applied. Ich kann aber stattdessen sagen, lass das weiterlaufen, aber stoppe nur diesen Apply-Prozess. Und das ist die empfohlene Methode der Wahl, um die Georedundanz nicht zu verlieren. Das heißt, ich habe die Daten im Notfall auf der Sekundärseite, habe es aber nicht angewandt. Das heißt, ich mache absichtlich eine Art Pseudo-Snapshot. Es ist kein echter Snapshot, der zum Beispiel um eine bestimmte Uhrzeit anhält. Und dann sage ich jetzt, mach mal eine Probe, mau und Vorsicht bei XFS und deren Transaktionslog-Replay. Also bei X2 wäre es kein Problem, bei XFS muss man aufpassen, da braucht man einen kleinen LVM-Snapshot als Zwischen. Pufferung, aber da braucht man ganz wenig Zusatzspeicherplatz, dann kann man die Daten read-only mounten, um zum Beispiel einen konsistenten Backup zu ziehen. Ist im Mars-Manual beschrieben, haben wir prototypisch auch im Einsatz, aber noch nicht in großen Massen. Also funktioniert und ist machbar mit diesem Trick. Deswegen heißt das M von Mars Multiversion, weil es potenziell mehrere Versionen geben kann, desselben Datenbestandes auf verschiedenen Rechnern. Und zwar sogar absichtlich. Also ich bin am Überlegen, ob man sogar als Backup, als Quasi-Backup-Ersatz sogar eine feste Zeitschranke entweder in Zeit oder in Menge in Gigabytes macht, wo ein Secondary absichtlich den Replay später macht. Man kann ihn jederzeit nachholen, aber es ist ein gewisser Schutz gegen R-RF alle Daten oder so. Ja? Das heißt, man hat sie dann noch, wenn es drauf ankommt. Ob das wirklich ein vollwertiger Ersatz für ein Backup ist, da bin ich skeptisch. Ich würde davon nicht offiziell nicht dazu raten. Aber das sind Tricks, mit denen man weitere Sicherheitsmargen gewinnen kann, wenn man eben bewusster Admin ist, der sich um diese Probleme kümmert und der maximale Sicherheit haben will, kann man natürlich ein paar Dinge von Mars ausnutzen an der Stelle. Ja. Ja, wobei mit LVM-Snapshots habe ich ein paar negative Erfahrungen gemacht. Also je nachdem, welche Strategie man anwendet, Copy-on-Write oder Backup-on-Write, kann das auflösen, in die eine oder andere Richtung sehr performance-intensiv und auch zu I.O.-Problemen führen. Also zumindest im Laborversuch. In der Praxis haben wir es noch nie probiert in größeren Mengen. Also das ist meine Erfahrung, die sind allerdings auch schon ein paar Jahre her. Ich habe mich nicht drum gekümmert. Aber ich bin da, also ich habe die Methode, die habe ich unter Kontrolle. Ich habe ein eigenes I.O.-Scheduling hier drin. Das führt uns alles zu sehr in die Details. Aber ich habe I.O.-Scheduling so gemacht, dass diese beiden Append versus Background, Write-in-Background-Modus, dass das also fein austariert wird.
und dass man da eben interessante Dinge mitmachen kann. Ich glaube, wir sind über die Zeit. Wann kommt der nächste Vortrag? Noch Fragen dazu? Letzte Folie, Performance-Daten. Will hier jemand sehen? Ja, hier haben wir eine. Das ist DRBD über die Mittelstrecke. Und zwar hier sind die Latenzen aufgemalt. Blau sind Reads. Hier ist die Latenz im logarithmischen Maßstab. Hier ist die Zeitachse. Und hier sieht man, das geht teilweise bis 10 Sekunden und deutlich länger auf. Dauer eines IO-Requests. Also die IO-Zeiten, die ein IO braucht. Und wenn man ein schlechtes Netzwerk hat, dann gibt es einzelne Requests, die einfach hier sogar über diesen Grenzwert von 5 Sekunden hinausgehen, weil er ja synchron durchschreiben muss. Und zwar egal, welches Netzwerkprotokoll A, B oder C man einstellt. Es hat keinen Einfluss auf dieses Diagramm. Und zwar liegt es daran, dass diese B-Send-Buffer, der war da zwar nicht ganz lang, aber wenn diese Write-Bursts ankommen, die also auf einen Schlag mehrere Megabyte durchschreiben, und zwar der Page-Team schreibt typischerweise ganze Chunks raus, das führt fast immer praktisch zur Verstopfung von diesen ABC-Protokollen. Das macht in der Praxis so gut wie keinen Unterschied, habe ich festgestellt, durch Versuche. Also das DRBD-Diagramm sieht also so aus, die Reads sind okay, der blaue kann man nicht drüber meckern. Man sieht, dass es eine sehr hohe Last ist. Und zwar habe ich hier ein 50-Spindel-Rate-System, 7-fache Parallelität und ungefähr 30.000 IOPS Last auf so einem System. Ja. Das ist einer unserer etwas älteren Storage-Server, die wir teilweise noch im Einsatz haben. Und bei Mars sieht das Diagramm anders aus. Vorsicht, die X-Achse ist eine andere Skala. Also die grüne Linie hier sind die 5 Sekunden, die ist nicht überschritten. Also nicht auch an die Optik gucken. Ja, und es ist tatsächlich so, die Reads sind genauso gut wie beim anderen. So kommt ungefähr das Gleiche raus. Und die Writes sind jetzt insgesamt nicht so stark verschmiert. Aber es ist klar, wir optimieren hier Latenz versus Durchsatz. Ja, und zwar absichtlich in die Richtung, die man haben möchte, nämlich wir möchten maximalen Durchsatz haben. Und deswegen sind alle Schreibrequests absichtlich verzögert, um nutzen zu können, dann müssen wir den Gesamtdurchsatz steigern können, aber nicht zu schlimm, nämlich nur so, dass es noch tragbar ist. Also ein Kompromiss zwischen, deswegen sind alle Requests ein bisschen absichtlich verzögert, mit Hilfe eines eigenen IO-Schedulings, das ich intern drin habe. Also ich habe mich sehr intensiv mit der Frage Latenz versus Durchsatz und Ähnlichem beschäftigt. Und also es ist allerdings schon länger her. Man könnte jetzt im Zusammenhang mit SSDs und neuen Techniken natürlich noch sehr viel optimieren und verbessern. Das ist alles noch nicht geschehen. Da wäre es also gut, wenn ich Schützenhilfe bekäme von mehr Leuten, die sich dafür interessieren. Klar. Okay. Gut, dann würde ich abschließen. Gibt es noch einen Folgevortrag hier anschließend? Oder war das der letzte? Es gibt noch einen. Ah, super. Okay.